Ja, komm mal wahr und guten Abend, ihr Krümel. Willkommen zur neuen Ausgabe Triffids Nest. Hier im Februar 2019 für euch natürlich die Griffy wieder am Start mit ein paar Terminchen für die nächste Woche im März. Jawohl, die Mädels von Item Shop hängen sich nächste Woche sehr rein. Das muss ich jetzt gleich natürlich als erstes verkündigen. Auch wenn ich leider bei den Sachen, die sie nächste Woche vorhaben, beide nicht teilnehmen werde. Schade, aber ein anderen Mal gerne wieder. Aber ich kann beides auf jeden Fall sehr empfehlen. Einmal wird nächste Woche am Dienstag wieder das Zeichnertreffen stattfinden, an dem sich kreative Köpfe zusammensetzen können, in einer gemütlichen Runde, sich gegenseitig in der Kreativität fördern, untereinander in Zeichentechniken und allem austauschen. Und manchmal liegen auch Artbooks rum, in denen man stöbern kann zum Inspirieren, aber natürlich eben, ja, es ist eine sehr gemütliche Atmosphäre, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn es daheim etwas zu einsam und öde ist, um an irgendwas zu arbeiten. Ja, bringt eure Materialien zum Zeichnen selber mit, seien es jetzt Stift und Papier oder das Zeichentablet. Denn da ist nichts dabei, aber gut, mit den Sachen, die man von zu Hause kennt, arbeitet man normalerweise eigentlich am besten. Außerdem wird auch wieder die Monsterhunt stattfinden, nächste Woche am Samstag, den 16. Wo ich leider nicht kann, da bin ich auf einen Geburtstag schon eingeladen. Aber wer gerne mit anderen in einem Raum sitzen möchte und gemeinsam Monster jagen, der kann sich ja da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Es wird wahrscheinlich auch wieder spezielle Community-Quests geben. Ansonsten sind auf jeden Fall genug Jäger da, um vielleicht euch beim Aufleveln zu helfen im Jägerrang. Bringt eure eigenen Konsolen und Spiele natürlich mit. In letzter Zeit wurde meistens Monster Hunter Generations gespielt. Wenn ihr etwas von den älteren Generationen spielen wollt, gebt am besten vielleicht auf der Facebook-Seite Bescheid, dass die Jungs und Mädels dann auch natürlich entsprechend was dabei haben. Ich habe ja nur Tree Ultimate und 4 Ultimate auf dem 3DS und habe dann halt natürlich niemanden zum Zocken gehabt, weil niemand Bescheid wusste, dass ich keine Generations auf der Switch habe. Also, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr lustige Runde. Ich habe auch schon mal Fotos von einem Treffen dabei gehabt. Die Leute sind alle sehr nett und ein paar Snacks gibt es auch für alle Stärkung dazwischen. Dann habe ich im Funtainment noch ein Special. Da wird das Bushiroad Springfest abgeschlossen mit dem Cardfight Vanguard Event, mit der Cardfight Shop Challenge am Samstag. Wer also das Kartenspiel zockt, kann dort vorbeischauen. Damit ist aber das drei aufregende Turniere in einem Festival ist dann damit beendet. Es wird nur noch das Hauptevent kommen. Stand aber leider noch nicht in der Liste, aber ja. Was hatten wir? Wir haben Vanguard gehabt, weiß-schwarz und ich glaube Bushiroad war nicht Bushiroad. Legend of Five Rings war das andere. Damit sind die Turniere dann abgeschlossen. Wer sich noch ein Winner's Certificate ergattern möchte und eine Promokarte bzw. ein Coupon für die spezielle Promokarte für das Hauptevent, kann das jetzt am kommenden Samstag tun. Für 6,50 Euro. Anmeldung ist zwischen 10 und 11 Uhr. Ansonsten sind natürlich auch die üblichen Sachen im Funtainment nächste Woche wieder. Ich war zum Beispiel gestern auch endlich mal wieder auf dem Brettspielerabend, es war sehr spaßig. Wir waren mal fast all meine Freunde wieder da. Da wurde es ein bisschen eng mit der Spielerauswahl. Lassen sich nicht leider alle Sachen bis mit 6 Leuten spielen. Aber es war trotzdem lustig. Ist wie immer jeden Donnerstag. Kann mal vorbeischauen. Wer lieber mit Tabletop-Figuren spielt und seine ein oder andere kleine Armee hat, kann auch nebenan im Tabletop-Bereich vorbeischauen. Ansonsten haben wir für unsere Kartenspieler wieder freitags das Yu-Gi-Oh! Hobbyliga-Turnier und Friday Night Magic. Ich habe aber auch gestern wieder ein paar Magic-Spieler gesehen, die da saßen und Match Wars-Spieler. Also Tische finden sich da auch, aber das ist halt spezielle Turniere mit Gewinnen. Und samstags gibt es immer die Pokémon-Liga, da ist keine Stadtgebühr, das Yu-Gi-Oh! Samstagsturnier
und aktuell weiterhin im Programm der Standard-Showdown zu Ravnica Allegiance für unsere Magic-Fans mit einer kleinen Startgebühr, wenn ihr euch da etwas größer messen wollt, statt nur hobbymäßig zu spielen. Ein paar Animex-Treffen haben sich nächste Woche auch angesammelt. So. Und zwar haben wir einmal das Herzberger Anime-Treffen, das HMT. Für alle, die aus der Gegend kommen, in Herzberg am Harz, können sich einfinden am Freitag zwischen 14 und 20 Uhr dort im Jugendzentrum Dommeierweg. Der Eintritt ist frei. Es wird aber darum gebeten, dass ihr etwas zu essen oder zu trinken mitbringt. Aus dem wird dann ein Buffet für alle gebastelt, was ich auch eine sehr, sehr niedliche Idee finde. Also am besten irgendwelche Knabbereien oder irgendwas, was sich gut aufteilen lässt, mitbringen. Das Stuttgarter Treffen ist dann auch wieder. Das ist dann am Samstag, wie immer im Jugendhaus Zuffenhausen, für 4 Euro Eintritt. Essen und Trinken könnt ihr dort vor Ort erwerben. Dann ist auch wieder natürlich die Chisei in Hamburg, das Hamburger Animex-Treffen. Das fängt am Samstag 15:30 an, endet spätestens am Sonntag um 11 Uhr im Acapulco-Haus der Jugend Eidelstedt in Hamburg. Der Eintritt ist 6 Euro. Eingelassen werdet ihr nur nach vorheriger Voranmeldung auf ihrer Homepage chisei.de. Wenn ihr bis in den Sonntag hinein übernachten wollt vor Ort, bringt bitte Ausrüstung mit. Dann habe ich noch für die Mainzer, die Meierpan, habe ich leider kein Logo gehabt. Die Meierpan von 13 bis 18 Uhr im Jugendzentrum Berliner Treff in Mainz. Der Eintritt ist frei, essen und trinken könnt ihr vor Ort in einem Maid-Café, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, erstehen. Aber ja, auf jeden Fall soll es mal irgendwie sowas Hausparty-mäßiges oder so sein. Aber ich habe euch entsprechend wie immer alles im Google-Kalender verlinkt beim jeweiligen Termin. Dann habe ich noch eine sehr schöne Idee von einer Volkshochschule gefunden. Und zwar hier von der Volkshochschule Speyer eine Art Mini-Japan-Con. Für nächsten Samstag von 13 bis 18 Uhr, freier Eintritt, könnt ihr dort vorbeikommen in der Villa Ecarius auf dem Volkshochschulengelände in Speyer zu einer quasi Mini-Japan-Con von der Volkshochschule in Zusammenarbeit mit mehreren Kampfsport-Dojos und anderen Vereinen vor Ort wird diese Con dort stattfinden. Es wird einen Cosplay-Wettbewerb geben, haben sie angekündigt. Origami-Flieger-Wettbewerb, ziemlich cool. Mario Kart, na klar, Videospiele gehören natürlich immer dazu. Verschiedene Mitmach-Parcours-Ideen, eine Leseecke, Stände, die verschiedene Sachen verkaufen, wie Figuren oder Essen. Und es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wenn ich jetzt gerade Zeit hätte, würde ich mal nach Speyer vorbeifahren. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich finde das eine sehr coole Idee. Vom Café Netzwerk ist nächste Woche nichts Besonderes. Da kann ich euch nur eine blanke Seite zeigen. Es ist wie üblich der offene Treff, aber keine speziellen Sondertermine. Aber es steht natürlich trotzdem weiterhin für euch offen, dass ihr die PCs dort nutzen könnt. Dort einfach mit ein paar anderen Leuten abhängen, ein bisschen chillen. An der Theke gibt es auch ein paar Kleinigkeiten für zwischendurch. Wer sich die Zeit vertreiben möchte, lieber zu Hause und dabei ein bisschen Musik genießen, kann ja mal bei Your Radio vorbeischauen. Meine Leute von Your Radio, die sind immer unterwegs. Entweder montags der Hübicht von 20 bis 22 Uhr oder freitags der Burst Angel von 19 bis 21 Uhr. Der Heindal ist leider arbeitstechnisch immer noch, hält ihn das immer noch auf, dass er es wahrscheinlich nicht schaffen wird. Wie üblich Dienstag zwischen 20 und 22 Uhr auf dem Rootstream für uns online zu gehen. Er wird sich aber auf Twitter unter ur-heindal dann entsprechend melden, ob er es dann doch entweder noch schafft oder ob er die Sendung auf einen anderen Tag verlegt. Die Woche, die jetzt leider schon rum ist, da hat er es dann auf den Samstag verlegt, aber da war ich leider
Nee, letzte Woche war das. Hat das auf den Samstag verlegt, aber da konnte ich nicht. Ich muss mal vorbeischauen, ob er jetzt den Termin jetzt von der Woche noch nachholt. Ich hätte auf jeden Fall Lust. Wenn er es allerdings morgen am Samstag macht, da bin ich schon auf der Games Launch. Na gut, aber das ist ja nur temporär, hat er gesagt. Er wird natürlich auch bald zu seinem normalen Ablauf dann wieder übergehen, wenn sich das bei der Arbeit dann wieder eingependelt hat, ne? Alle Termine findet ihr wie immer auch in dem frei zugänglichen Google-Kalender, den ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Der ist frei zugänglich, weil ihr kein Google-Login benötigt. Dafür kann man leider nicht die Google-Suchfunktion benutzen. Das ist eine ganz spezielle Sache, aber man möchte ja sich nicht unbedingt immer überall einloggen. Deswegen habe ich euch diese Variante verlinkt. Da gibt es in jedem Termin auch immer einen Link zu einer Infoseite der entsprechenden Veranstaltung, wo ihr euch über mehr Details dann einlesen könnt. Nachzügler werden auch immer noch dort eingetragen und was ich weit genug im Voraus weiß, steht da natürlich auch schon drin. Könnt ihr gerne mal ein bisschen stöbern. Die Musik im Hintergrund war von der lieben Firna, die unter anderem für die Spiele Epic Battle Fantasy, ja, die Epic Battle Fantasy Reihe ihre Musik beigesteuert hat, aus der sie jetzt zum Beispiel auch hier läuft. Hier zum Beispiel hier ein Teil, ein Lied aus dem Teil 4. Muss ich mal anfangen mit Teil 5. Aha, demnächst zu zocken. Seid ihr herzlich eingeladen, mal auf meinem Streamplan vorbeizuschauen. Ich verabschiede mich für diese Woche und sehe euch dann nächste. Mal schauen, welche Termine sich dann so einfinden. Wenn ich irgendwas aus irgendeiner Quelle übersehen habe oder ihr selber ein paar interessante Sachen kennt, könnt ihr sie in den Kommentaren hinterlassen oder mir eine kleine E-Mail schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall über Input. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schönes Wochenende, schöne Woche. Und bis dahin, ja, ciao, ciao.